Oh, was geht ab? Heute haben wir mal 50.000 EP gemacht. So, ihr habt ja schon am Anfang gesehen, ich bin Level 19 jetzt und hab dann eine ganze Weile gesammelt gehabt und hab jede Menge Pokémon. Und die müssen wir jetzt alle mal entwickeln. Als erstes haben wir hier so ein Duflor. Oh Gott, der sabbert. Na gut. Ja. Und ich habe das hier alles mal ein bisschen beschleunigt, weil, boah, ich habe echt wieder eine halbe Stunde entwickelt. Und diesmal hatte ich so viele Pokémon sogar, dass ich es gerade so in der halben Stunde überhaupt geschafft habe, alle zu entwickeln. Ihr solltet echt dran denken, euch die vorher zu sortieren, nach Namen und so, bevor ihr das Ei anwerft, weil, und auch zu euch zu merken, welche Pokémon ihr entwickeln könnt, wo ihr was habt, weil ich habe hier zwischendurch erstmal ein bisschen gesucht, was mich dann doch einiges an Zeit noch gekostet hat. Also man könnte bestimmt noch ein paar mehr entwickeln, dann. Aber ich würde sagen, 50.000 EP sind schon ein ordentlicher Batzen. Selbst auf Level 20 ist das immer noch ein komplettes Level up. Aber ja, ist echt schade, dass man eigentlich nur damit so die ganze Zeit schneller wird. Ohne Glücksei ist das echt ein bisschen anstrengend. Aber na gut. Ja, Kingler. Not bad. Der war ganz klein, der war ein XS. Naja, wie ihr sehen könnt, ja, einfach immer die niedrigsten Entwicklungen nur von allem machen, nicht die höheren Entwicklungen. Das waren jetzt noch die, wo ich nur ein paar hatte. Nachher kommen dann gleich ratzfatz. Ja, hier, ich habe glaube 11 ratzfatz entwickelt, also so also eine richtige Rattenplage. Ich muss ja auch alle noch verschicken, das solltet ihr echt nicht dabei machen, das wäre so überhaupt nicht cool. Ich habe die, glaube immer noch nicht verschickt, ich habe die immer noch alle auf dem Handy. Bäh, Gott. Aber dank dem neuen Update, was ja heute rauskam, heute ist Montag, ja, heute ist Montag bei mir, geht das jetzt angenehmer für die Finger, aber es sind immer noch zu viele Klicks. Also 4 Klicks nur um ein Pokémon zu verschicken, ist dann doch zu viel. Naja. Falls ihr noch irgendwie Fragen habt, wie ich irgendwas hier gemacht habe, schreibt es in die Kommentare, das sage ich euch schon mal. Ansonsten ist die Methode so, wie ich sie schon mal vorgestellt habe. Wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks sucht, habe ich da noch ein extra Video. Das blende ich dann bestimmt mal hier ein. Und ja, guck mal, was ich hier noch alles entwickle. So ein Raupi. Ich hätte so ein Raupi ja gerne entwickelt zum Schmetterlingsvieh. Ich frage mich, wie groß der Multiplier dafür ist dann. Im Übrigen gibt es mittlerweile schon Seiten, auf denen ihr das checken könnt. Also wer daran interessiert ist, ich kann euch gerne mal so ein paar Tool-Seiten vorstellen, wenn ihr wollt. Schreibt mal in die Kommentare, ob euch das interessieren würde, dann mache ich dazu mal ein Video. Leider haben sie Poke Vision und Poke Radar und so gesperrt. Danke Niantic, danke Nintendo. So ein Schwachsinn. Den eigenen Dingens patchen sie raus und die Seiten lassen sie dann auch noch runtergehen. Also keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben, aber na gut. So, hier sehen wir, waren wir Level 20. Das Geile war die Anzahl an Items, die wir hier bekommen haben. Ja, jetzt entwickeln sich nur Taubsis und so. Weil auf Level 20 kriegt man besonders viel. Und zwar kriegt man da, pass mal auf, 20 Ultrabälle. Das sind halt die schwarzen, das sind die besten Bälle, die es gibt. Ein Meisterball gibt es leider nicht, wie ich jetzt die Tage wohl mitbekommen habe. 20 Hyper Potions, das sind die 200er Heal-Dinger. 20 Revives, okay, 2x Rauch, was ziemlich nice ist, weil ihr sonst den ja kaufen müsst. 20 Himbeeren, 2 Lokmodule, auch ziemlich geil. Und 2 neue Inkubatoren, die ansonsten auch ziemlich... Also ihr bekommt ziemlich viel. Und 2 Lucky Eggs. Ja, und zudem schaltet ihr halt auch da dann einfach mal das Ganze frei. Was so viel heißt wie... Ja, ihr könnt ab jetzt die besten Bälle finden. Wie ich schon gemerkt habe, sind die leider ein bisschen selten. Aber, ja, besser als die überhaupt nicht haben, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Es lohnt sich also auf jeden Fall, hier hinzuleveln. Und jetzt ist auch so der Punkt, wo ihr dann die besten Pokémon aus den Eiern holt und mal wirklich was reißen könnt. Also, ich wünsche euch viel Spaß. Ich hoffe, euch hat mein kleiner Level-Exkurs wieder gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!